Hi, Lieben. Also, jetzt ist noch keiner da. Ich habe gerade ein bisschen Probleme gehabt mit der App. So, jetzt müssen wir gucken, dass ich wieder hier. Danke, Mike. So, Kanal anziehen. Live. Ich verstehe nicht, warum ich kein Bild hochladen kann gerade. Muss ich nach dem Stream machen. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht gab es da mal ein Update, von dem ich nichts weiß. Ich muss jetzt hier einmal kurz im Chat schauen, ob das funktioniert. So. Machen wir mal so. Mal schauen, ob jemand kommt. Noch bin ich alleine, glaube ich. Hallo Silvia. Geht es dir soweit okay? Ich glaube, ich fange einfach schon ein bisschen an. Ich weiß nicht. Vielleicht kommen zum Auto von der Zahnpraxis. Stefan hat sein Ding. Gute Besserung an Stefan. Ich denke, dass ich heute auch nicht so lange sein, also live sein werde. Weil so fit fühle ich mich jetzt auch nicht. Also. Ich habe mich vorhin ein bisschen ausgeruht, 20 Minuten vor dem Live. Aber es ist halt sehr anstrengend. Ich habe noch vorher ein bisschen gebastelt. Also heute ein bisschen gebastelt. Ich muss immer wieder Pausen machen. Gut, dass niemand quatschen kann, weil im Chat, weil meine Ohren sind dicht. Es ist so ätzend, sich selber zu hören. Ja, ich habe gedacht, ich war jetzt 2 Wochen lang nicht live. Ich wollte ja eigentlich hier das Video drehen, wie mit den Osterkörbchen, aber naja. Und weißt du was? Ich habe diese Randstanze, ne? Die ist verschwunden. Aber ich habe jetzt eine andere, das zeige ich ja. Aber dazu mache ich noch ein Video. Denn ich denke, dass vielleicht, wenn ich die Kraft habe, morgen früh drehe ich. Weil wie gesagt, es dauert immer so ewig, bis es hochgeladen, also bis es vom Handy auf, also vom Handy aufs Laptop geht ja ratzefatz, aber dann in dem Schnittprogramm dauert es so ewig, bis es exportiert ist und dann bis es hochgeladen wird, bla 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 bla. Und ja. Aber ich habe mir schon dieselbe Randstanze jetzt nochmal neu bestellt bei Temu. Und Dummi, ich hätte mir gleich zweimal, weil es 1,98 kostet, da diese 2 Stanzen zusammen. Und hätte ich mir gleich doppelt holen können, das wäre diese Geschüsse mal nicht da zu wechseln, ne? Aber egal. Ist ja aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, oder wie sagt man das so? Hallo Daniela, schön, dass du auch da bist. Ja, ich weiß, dass es damit nicht so. Ich mache immer wieder Pausen, weil anders funktioniert nicht. Vom Kreislauf her schon. Ja, ich musste diese Stanze ziemlich lange suchen, bis ich sie wieder gefunden habe. Aber wie gesagt, das habe ich ganz am Anfang bestellt gehabt. Aber ich habe gute Alternative dafür gefunden. Wie gesagt, zeige ich im Video.
Ich fange schon mal an, ne? Ich benutze heute nämlich die. Oh, die sind es. Den habe ich ja kaum was gemalt. Ich habe mich mit den Stiften vertan. Eigentlich wollte ich von was anderes nehmen, aber egal. Kuinoa. Ich kann es nicht aussprechen. Naja. Benutzen wir mal die Kuinoa. Kuinoa. Keine Ahnung, okay. Alles klar, Silvia. Ich werde die Farben Banana Yellow 330, Chrome Yellow 200 und Lemon Yellow benutzen. Ich zeige mal. Muss mal kurz warten. Ich stelle mal auf. Ob ich mal. Wir sind jetzt schon 6 Leute. Die Marke. Und die Farben nehme ich jetzt. Komm, fokussier mal. Mach mich. Fokussierst du mal bitte? Hallo? So. Jetzt muss anders funktionieren. Ich brauche noch ein Blatt Papier. Ich bin nicht so, dass ich hier kein Papier habe. Aber das wollte ich jetzt nicht dafür benutzen. Das wäre mir zu schade. Ich noch hier ein anderes. Komm hier. Weil ich wollte kein dickeres Papier dafür nehmen. Also nehmen wir das dünnere da. Ich fange mal mit dem Banana Yellow. Kohinoor, glaube ich. Also korrigiert mir, wenn ich es falsch ausspreche oder wie man es richtig ausspricht. Deswegen hat es mich schon so ein bisschen gewundert, warum die so beim Swatchen so ein bisschen kratzig waren. Und nicht so wie die, was ich eigentlich haben wollte. Mich hat es gewundert, weil ich hatte die andere weiche in Erinnerung. Ja, kein Wunder. Das ist ja auch nicht die, ist ja auch nicht die Marke, die ich haben wollte. Aber mein Kopf schafft gerade nicht so. Wie gesagt, mit denen habe ich kaum was gemalt. Also die habe ich da. Wird auch Zeit mal, ne? Ein bisschen anspitzen. Dann nehme ich Lemon Yellow. Das ist diese. Und dann nehme ich Chrome Yellow. Wo gehst du? Gehst mit deinen Freunden weg? Ach, Fahrschule, Nee. Entschuldigung. Ist ja Ja, Donnerstag. die Fahrschule sind auch meine Freunde. Ja. Okay. Bis später. Ja, bis später. Viel Erfolg. Aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen was Dunkles da. Ich gucke mal, ob ich einen Braunton habe, was ich nehmen könnte. Schwarz will ich nicht nehmen. Aber schwarz lasse ich mir hier. Einen Braunton. Raus. Naja, darf ich das wieder schön einsortieren, ne? So, jetzt will ich nur einfach mal hier Swatchy-Swatchy machen. Das will ich nicht haben. Ich glaube, ich nehme Born Okre, das ist 250.
mache das hier so ein bisschen. Silvia, aber kommt es mir so vor oder ist das Papier sehr schnell gesättigt mit den Stiften? Also. Hat von euch schon einer das Bild ausgemalt? Hi Mia, schön, dass du auch mal reinschnallst. Das war gerade ein Wort, ne? Ich habe schon ewig das Wort nicht benutzt. Schön, dass du dabei bist. Das war ein komisches Wort. Bist du fleißig am Lernen, mein Schätzchen? Ich glaube, ich mache die, ihr kennt mich ja, ne? Bei mir, ich versuche so ein bisschen, wie nennt man, so, ich mache jetzt noch ein bisschen, bevor ich. Ah, okay. Der Mike ist jetzt auch zur Fahrschule weg. Verspackt da mein Laptop wieder. So ein bisschen abgeschwächte Form. Ach nee, das heißt anders. Mir fällt das Wort nicht ein. Hallo Anna. Pastellig zu malen. Aber ich kann irgendwie pastellig nicht malen. Bei mir muss immer knallen. Knallig alles sein. Und ich glaube, heute werde ich sie nicht knalliger machen. Ich lasse sie einfach so. Weil wie gesagt, die Farben sind mir jetzt auch nicht so super weich, dass ich hier schichten könnte. Also lasse ich das so.
Wie weit ich heute überhaupt komme. Ich hoffe, mein Kreislauf hält noch, weil, naja. Andere mit Corona liegen im Bett und Helene sitzt am Maltisch. Hallo Carola. Aber die letzten 3 Tage ging es mir wirklich dreckig. Also nutzt man jetzt ein bisschen aus die Zeit. Mal ein bisschen zu malen. Mädels, wer von euch ist, also Silvia und Daniela weiß ich ja. Anna und Carola, seid ihr auf Instagram? Nicht Instagram, Instagram-Dings. Oh, Helene. Hirn aktivieren. Telegram. Weil ich habe jetzt Helenes kreative Welt auch auf Telegram. Da habe ich eine Gruppe erstellt. Und wenn ihr auf Telegram Dings aktiv seid, da könnt ihr mich da finden. Können wir unsere Werke oder das, was wir gerade machen? Ja, ich lag auch die letzten Tage flach. Da ging auch gar nichts mit. 39,1 Fieber. Dann ging es runter. Der Dienstag war komplett für den Arsch. Der Mittwoch auch. Aber gestern Abend habe ich ein bisschen gebastelt und da war ich mit der Mia über WhatsApp, haben wir Videotelefonie gemacht. Sie hat gelernt und ich habe ein bisschen gebastelt. Aber auch nicht lang. Ja, genau, Telegram. Du bist ja schon drin in der Gruppe. Bei Facebook bin ich auch, aber ich bin da so selten drin. Ist irgendwie nicht so meine Welt. Telegram bin, Telegram, Instagram war ich früher sehr aktiv, momentan sehr, sehr selten. Ah, stimmt. Ja, das ist wie kleine Kinder, ne? Ich damit schon hier?
Da habe ich schon. Also ich versuche, dass ich nicht so viel rede, sonst keine Lust, dass nachher wieder husten muss. Also heute müsste ein bisschen mit etwas ruhiger Helene vorlieb nehmen. Ab und zu vielleicht auch nicht schlecht. Aber das schaffst du schon. Dann mache ich das hier mal weg, aber ich nehme dann, denke ich mal, das hier und das hier. Nein, das hier und das hier nicht. Das und das. Okay. Natur, Sienna und Medium Terracotta passt vielleicht nicht zusammen, aber bei mir, was nicht passt, wird passend gemacht. Hey, Stifter. Schon wieder, sag mal. Mal jetzt auf so rumzudrücken. So, einmal durchknacken. Jetzt nehme ich Vermilion Red. Vermilion. Ach, keine Ahnung, 240. Oh, Pyrol Red. Und Scarlet Red. Also 240, 270 und 210. Jetzt mal schauen, wie es aussieht. Da ist wieder auch so viel Grün. Kurz weg, alles klar, Carola. Jetzt ein bisschen schwarz. Ich liebe Rot und Schwarz, also ist noch immer meine Lieblingskombi mit den richtigen Stiften. Natürlich, also bei Prismacolor, bei Polychromos, bei allen diesen schönen weichen Stiften liebe ich diese Kombi total. Aber hier. Also diese Stifte,
Ja, nicht zu meinen Lieblingsstiften. Also auf jeden Fall nicht hin auf diesem Papier. Vielleicht sind die auf einem anderen Papier besser. Aber auf diesem Papier werden sie nicht meine Freunde. Die sind mir zu hart. Also ich meine, Polychrome sind auch hart, aber die sind trotzdem von der Pigmentierung besser. Und mit denen kannst du schichten, aber hier finde ich, also ich habe Probleme mit Schichten. Vielleicht ein anderer nicht, aber ich schon. Ich muss das drehen. Ich tue mal die nochmal an, dass ich ein bisschen besser in die komme. Oh Gott, meine Ohren sind so zu. Also heute Morgen war ein ganz bescheidenes Wetter. Nicht so toll. Aber gegen Abend ist richtig schön geworden. Aber bin noch zu schwach zum Rausgehen. Ich wollte gestern ein bisschen in die frische Luft, aber nee. Nee, nee. Also wenn ich rausgehe, auch nur mit Maske, ne? Weil ich werde, habe keine Lust, Leute anzustecken oder noch was. Und ich sag mal, Herrgott, noch mal hier. Und wäre halt irgendwo, wo halt keine Leute sind. Aber es ging nicht. Mein Kreislauf hat es gestern nicht zugelassen. Aber heute Abend schien noch schön die Sonne. Jetzt ist mir der Name eingefallen, welche Stifte ich eigentlich nehmen wollte. Ich wollte mir den Pablus malen von Karandasch. Es hat länger gedauert jetzt, aber bin noch drauf gekommen. Oh nee, ich habe schon wieder vergessen auszumachen. Ich lerne es auch nie. Als ich mich kurz ausgeruht habe, ich noch gesagt, hey, du musst das auf lautlos machen. Und dann habe ich es vergessen. Jetzt nehme ich hier meine zwei, die nicht zusammenpassen, aber mir wurscht. Hä? War das jetzt der Flügel? Habe ich den jetzt. Das sah mir aus wie ein Körper, nicht wie ein Flügel. So. Naja. Ist aber nicht so schlimm. Hat jetzt halt einen Schatten. So, machen wir noch einen roten oder lassen wir es? So, und vielleicht noch.
Ja, in deine Fantasie vom Kaminfeuer oder was? Du und dein Kaminfeuer. Oh, nee, 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 nee. Ich kann es nicht mehr sehen und nicht mehr hören und nicht mehr riechen, gar nichts mehr davon. Ey. Ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte, dass endlich Frühling ist. Also dieses Jahr, normalerweise bin ich ja nicht so. Also ich freue mich diesmal wirklich aufs Frühling. Wann ist eigentlich die Uhrumstellung wieder? Seid ihr eigentlich scharf? Ich sehe das nicht. Muss es auch nicht bald sein? So zur Osterzeit irgendwie. Sag mal, ich versuche mal das Ding aus leise zu machen, weil es geht mir langsam am Sack. Geht das überhaupt? Nicht, dass ich hier aus Versehen ausmache. So, jetzt aber die Schnauze. Ja. Vielleicht müssen die sehr, sehr gut poliert werden. Oh nein, ich hänge. Bin ich wieder da? Hallo, bin ich da oder bin ich nicht da? Weil gerade hat gehangen. Ja, meine Hand sehe ich. Aber mit extremer Verzögerung, meine Güte. So. Ich glaube, das Rot reicht mir. Keine Lust auf Rot. Jetzt nehme ich Amarat Pink 270. Hä? Haben wir nicht gerade 270 gehabt? Na, das stimmt aber irgendetwas hier nicht, ne? Guck mal. 270. Und 270, ne? Also, irgendwas ist da falsch. So, jetzt nehme ich aber Amarat Pink, anscheinend auch 270. Was ich mir aber nicht vorstellen kann. Dann werde ich Reddish Violet, auch 270. Hä? Und Lilac Violet, 230. Also irgendetwas haben sie da falsch mit den 270. Ach, guck mal.
Das hat bestimmt was anderes zu bedeuten. Dann sage ich euch mal hier, guck mal. Hier sind irgendwelche Nummern. Also bei den gelben war das 3, 41 und 504. Und 64. Hier meine zwei Farben, die nicht zusammenpassen, aber mir egal ist. 32 und oh, das blendet aber 65. So, und bei dem roten ist aber sehr verwirrend, muss ich sagen. 601, die 6 und die 170. Und hier bei den violetten 353, 178 und 177. Also ich glaube, den Tiger. Werde ich nicht mit diesen Stiften ausmalen, weil darauf habe ich echt keine Lust. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit den Stiften mag ich hier nicht zu malen. Schade eigentlich, weil die haben richtig schöne Farben, auch schöne Grüntöne. Das gefällt mir hier nicht. Nicht auf diesem Papier. Sieht es eigentlich, wenn ich diese Farbe zu dieser Farbe nehme? Ich glaube nicht so toll, oder? Nee. Um so ein bisschen Schatten reinzusetzen, weil ich möchte nicht immer nur Schwarz benutzen. Aber muss ich wohl, damit hier so ein bisschen dunkler ist. Und schwarz ist die Nummer 36. Ich gebe dir jetzt noch eine Chance, wenn nicht, dann hole ich jetzt meine anderen Stifte. Irgendwie macht es mir mit diesen Stiften ganz ehrlich keinen Spaß. Also Silvia, meine Stifte wären das nicht Lieblingsstifte. Da finde ich vom Brutschoner sogar besser. Oder ich hole Brutschoner mal. Ich habe mit denen auch schon lange nicht gemalt. Statt die teuren. Wir haben vielleicht die preisgünstigeren. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Ich habe keine Lust damit hier. Also Mädels, ich suche mal meine anderen Stifte. Dann melde ich mich gleich, Nestella. So schön, wie du dich putzt hier.
mal hieß ich hier, ne? Haben wir schon lange nicht gemalt. Nee, ich glaube, ich mag die nicht. Also vielleicht auf einem anderen Papier, aber nö. So, wo kann ich erstmal die hinmachen? Halt die mal hier weg. Dann lege ich sie mal hier hin. Ich habe mir jetzt hier meine, das sind die, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, die Putfunder. Das sind die viereckigen. Die haben ja auch einen bestimmten Namen. So. Und dann sind hier, was sind das für? Das ist Crayola. Nein, damit will ich jetzt auch nicht mal. Wie gesagt, ich nehme die Putfuna hier. Dann nehmen wir mal das hier. Das. Das. Nehmen wir einfach ein paar Farben raus. Mal schauen. Ach, die ist ja auch schöne Farbe. Die haben leider keine Namensbezeichnung. Das ist auch schön. Mama. Hier. Die Farbe raus. Okay. Ich hole nur hier ein paar Farben einfach raus und dann mal schauen, ne? Wie das so wird. Ist so schön. Nein. Muss der einmal swatchen? Das finde ich bei meinem elektrischen Anspitzer auch super, dass er auch sogar die viereckigen so toll spitzt. Bis später, Silvia. Oh, die ist schön. Den nehme ich ein bisschen. So.
Schon angenehmer. Angenehmer wie die anderen, auf jeden Fall. So, welche Farbe nehme ich jetzt? Also die Farben passen auch gar nicht zusammen. Das ist Nummer 16 und 105. Aber werden wir mal sehen, ob es trotzdem geht. Oh, die ist mega. Wie würde das jetzt aussehen, wenn wir, wenn ich da jetzt ein bisschen Gelb reinmachen? Oder so ein helles Gelb. Zitronengelb. Ein bisschen hier so. Ja. Das gefällt mir gut. Was ich auch noch sagen wollte, wenn hier ganz neue Abonnenten zugucken, vielen Dank für eure Abos und herzlich willkommen. In den letzten 2 Wochen ging es bei mir nicht. Heute habe ich gedacht, ich gehe trotzdem live, obwohl ich mit Corona krank bin. Aber ich habe gedacht, so ein ganz klein wenig kann ich ja mit euch trotzdem noch Zeit verbringen. Lange kann ich nicht machen.
aber so ein bisschen. Und morgen, wenn ich fit genug bin, möchte ich ein Video abdrehen zu meinen Osterkörbchen, die ich gebastelt habe. Zeige sie euch mal. Zu diesen kleinen süßen Osterkörbchen. Davon habe ich ganz, ganz, ganz viele gebastelt. Und da habe ich gedacht, ich mache ein kleines Video dazu. Mein letztes Video war vor 4 Monaten. Aber das versuche ich morgen früh zu machen. Ich hoffe, dass ich morgen fit genug bin und dass mein Kreislauf zulässt. Weil ich merke jetzt schon, dass das nicht mehr so lange gut gehen wird, glaube ich. Aber ich mache, solange es geht, ne? Hier. Also irgendwie gefällt mir die Kombi ganz gut. Ich glaube, ich mache davon ein paar mehr Schmetis. Machen wir mal nach innen jetzt ein bisschen gelb. So. Und dann vielleicht noch ein paar kleine und danach gucke ich nach einer neuen Farbkombi. Hier. Lass dir schmecken, Carola. Jetzt gucke ich nach einer neuen Kombi. Mal schauen, ob die zusammenpasst.
Ich nehme jetzt Nummer 56 und 83. Und die 56 muss nochmal in den Anschluss sein. Mir noch mal gelb. Ja, sehr schön. Gefällt mir auch sehr gut. Manchmal, wenn man nicht so viel drüber nachdenkt, findet man irgendwie richtig schöne Kombinationen, von denen man denkt, dass sie nicht so zusammenpassen. Aber am Schluss passen die doch irgendwie zusammen. Ciao, Daniela.
Jetzt würde ich gerne diese Farben ausprobieren. Die sehen immer alles sehr ähnlich. Dann nehme ich 111, 61 und 107. Sieht denn das aus, wenn ich hier ein bisschen die Farbe reinmache? Nö, aber wie lass mich. Nein, ich schon rein. So. Nö, die Farbgummi ist nicht so, wie ich gedacht habe. Okay, dann lasse ich es. Aber ich könnte noch eine orangene Farbkombination machen. Ich glaube, ich werde gleich aufhören, weil ich merke, dass mein Kreislauf baden geht und meine Ohren werden schlimmer. Okay. Was ist hier los? Ist das meine Spitze? Ist da was stecken geblieben? Mal schauen, ob es jetzt funktioniert.
So, ich mache noch jetzt. Oh Gott. Noch eine orangene Kombi und dann muss ich mich leider von euch verabschieden. Weil ich glaube, ich soll mich hinlegen.
würde mich jetzt verabschieden. Wie gesagt, da ich Corona habe, bin ich schon angeschlagen und ich merke, dass es schon so jetzt meine Grenze angekommen ist. Deswegen bin ich eher ruhig, weil bei mir kommt jetzt so eine Übelkeit, das kommt aber vom Kreislauf. Und meine Ohren sind extrem dicht und ich merke, dass mein Kopf so langsam so sich wie ausdehnt und zusammenzieht. Deswegen, ich würde sagen, ich mache hier Schluss und wir sehen uns dann hoffentlich morgen, aber auch nur ganz kurz, wenn. Vielleicht machen wir morgen, fangen wir schon den Tiger an. Mal schauen. Ihr werdet sehen, ob ich live komme oder nicht, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es mir morgen geht. Aber jetzt muss ich langsam aufhören, weil bei mir dreht sich gerade alles. Ich glaube, mein Blutdruck fällt gerade. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.